Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Neueste Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Wenn ihr das haben wollt, auf der PlayStation. Gibt es das schon bei PlayStation Plus Standard mit drin? Gibt ja immer Gratis-Spiele und ich glaube, das müsste bei den Gratis-Spielen mit drin sein. Wir haben heute Sonntag, den 16. Juli, 10 Uhr 1. Ja, gut, ist schon wieder ein harter Shooter. Können wir das nicht vergleichen mit Horizon Zero Dawn. Nicht Zero Dawn, das war der erste Teil, ne? Forbidden West. Das ist ein sehr entspannter Spiel, obwohl es manchmal nicht einfach ist. Also ein Kinderspiel ist Horizon Forbidden West nicht. Also da würden Kinder nicht bei manchen Sachen weiterkommen. Oder sie müssen 3-4 Stunden das probieren. Ja. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was unser nächster Auftrag ist. Ja, das Spiel fehlt mir auch noch. Ich habe auch auf PlayStation 5 die ganze Kampagne von Vanguard Let's Played und auch noch die von WW2. Jetzt mache ich die ganze Kampagne von Cold War. Kommt mir gerade gelegen und ich habe auch das neueste Call of Duty und das kommt dann hier nach Cold War dran. Alles klar. Und mehr Spieler und Zombies schauen wir natürlich auch noch mal rein. Aber erstmal die Kampagne. So, wir gehen wieder. So. Yep. Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Adler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden Sie es bald heraus. Das werden Sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. So, jetzt sind wir wieder in unserer Basis. So. Haben wir schon was vor? Habe ich auch zum Schluss der letzten Folge gezeigt. Operation Chaos. Herhören. Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wir müssen nur rankommen. Wir wissen, wo Eldridge sich aufhält und könnten ihn jederzeit dingfest machen. Aber wenn wir nicht zuerst die Diskette knacken, bleibt sein Netzwerk womöglich intakt. Du könntest auf Missionen Infos finden, die uns helfen, den Code der Diskette zu knacken. Halte die Augen offen. So, Diskette entschlüsseln, das gilt wohl noch nicht. Diskette mit Informationen zum Spionagering. Zugriff verweigert. Moment. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln können, wir vielleicht den gesamten Spioner ausschalten. Daran brauchen wir dich. Zeig, was du kannst. Hinweise in den Missionen sind besondere Beweisstücke versteckt. Die Hinweise auf das Passwort erkennt man von Call of Duty. Ob ich das jetzt schon so finden werde, könnte schwierig sein. So, das ist das Foto. Das könnt ihr euch durchlesen mit dem Verräter, wenn ihr auf Pause drückt. Das, wenn ihr das interessiert, weil das wird zu weit führen. Aber ist trotzdem geil gemacht. Wenn ich mir das Spiel so gekauft hätte, sagen wir mal für 40, 50 Euro, dann hätte ich mir das bestimmt durchgelesen. Gut, meine lieben Freunde, wollen wir mal schauen, was hier abgeht. Wenn du
vor der Eliminierung die Verschlüsselung auf der Stelle nicht hat, könnte sein Spionagering entkommen. Das gefällt mir nicht so sehr. Trotzdem muss man es ja machen. Okay. Ich sag Mason und Woods, dass wir soweit sind. Sie werden sich darum kümmern. Laut unserer Quelle ist Eldridge durch Colorado nach Süden ins nördliche New Mexico unterwegs. Dort werden wir seinen Wagen abfangen. Wir lassen nicht zu, dass ein Ex-CIA-Agent eine Spionagefabrik für Perseus leitet. Begraben wir das Arschloch. Entweder kommt er nach New Mexico, der ist schon da, oder eben nicht. Geil aus, ne? Wie fotorealistisch. Ich weiß nicht, dass Eldridge die CIA verraten hat. Er hat das ganze verdammte Land verraten. Phoenix 2-4, hier ist Phoenix 2-1. Ankunft in 30 Sekunden. Es geht los, Mason. Geladen und bereit. Schade, cool. Er ist vor die Flinte gelaufen. Nochmal. Ich fasse es nicht, dass Eldridge die CIA verraten hat. Er hat das ganze verdammte Land verraten. Phoenix 2-4, hier ist Phoenix 2-1. Ankunft in 30 Sekunden. Es geht los, Mason. Geladen und bereit. Oh, hau ab da mal. Oh, okay. Ja, ja. Versucht einer über die Tankstelle abzuhauen. Das muss Eldridge sein. Oh, wir haben Tankstelle.
Party, Mist. 2-1, wir gehen raus. Verstanden. Wir sehen uns danach für die Extraktion. Eldritch, gehen die Optionen aus. Komm, Mason. Ist erledigt. Mason, wir brauchen ein Bild von Eldritch. Für CIA-Familienalbum. Welcher Kapitel? Also, die Scheiße. Komm schon. Hab das Foto. Gut, verpissen wir uns von hier. Weise vielleicht noch? Werde beschossen, muss beidrehen! Смотрю!
kann halt nicht jeder ein verdammtes Genie sein. Trophy, Operation Chaos. Abgeschlossen. Entschlüsseln. Abgeschlossen. Gut, dann müsste man noch drei Beweise suchen, aber das macht nichts. Hier haben wir die Trophy und alles bekommen, die ist abgeschlossen. Ja, meine lieben Freunde, das ist gespeichert. Folge auch schön knackig kurz. Dann war das die neueste Folge Call of Duty Black Ops Cold War, die ich gleich bald hochladen werde. PS5 kann ich euch sehr empfehlen, auch als YouTuber. Man kann 4K aufzeichnen, auch eine Stunde im 4K, und man kann im Hintergrund auch noch gleich die Folgen hochladen und weiter zocken. Alles klar. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und dass ihr euch Zeit genommen habt für das Video. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.